Fupp, fupp. Guck an. Und ruckzuck sind die Barrels angebaut. Zing, zing, zing. Naja, also zwei, drei Fails wie immer, aber das ist nicht schlimm. Gehört dazu. Richtig, muss dazu gehören. Hui! Flap. Lup. Hey, sollte ich mich verrechnet haben? Wieso? Drei Stück brauchst du noch. Nee, mehr. Hier hinten kommen auch noch welche rein. Bist du sicher? Ja. Gut. Licht, Licht bitte ganz außen dran. An die. Oh, verschieb dir das. Okay. Map. 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 So. Okay, das waren 3 zu viel, also habe ich mich da ein bisschen verzählt. Das ist aber nicht schlimm. Uns gehen die Ziegel aus. Ich weiß gar nicht, ob wir noch welche haben. Ich glaube nicht, 33 Stück sind noch im Barrel. Ja, so also machen wir halt noch welche. So. Die Wand ist schon mal fertig. Hast du auch übrigens gut gemacht, dass du hier neben noch offen gelassen hast, sonst müsste ich als raus rein. Ja, siehst du? Lass mich doch auch mal machen. Ist ja nicht so, als könnte ich gar nichts. Ich hab nie gesagt, dass du nichts kannst. Doch, du hast immer geschimpft. Ah ja, lass mich doch schimpfen. Du schimpfst mit so viel. Hey, das hat ja schön bündig abgeschlossen. Das ist ja schön. Geil, ne? Ich bin schon ein Kartoffelchen. Hey. Ich hab's gut berechnet. Spinni, Spinni, kaputt. Doch, das sieht gut aus. Alter, hier ist ja noch eine Spinne. Gut, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Und wir haben schon wieder eine Etappe mehr. Das ist doch toll. Coole Sache. Die Holzsorten haben wir jetzt erstmal so weit drin. Die gängigsten. Okay. Dann könnte man ja die anderen erstmal abklemmen. Dann kann ich das oben auch noch alles verbinden. Möchtest du schon verbinden? Also eigentlich wollte ich zumindest mal die Leitung gelegt haben. Na dann, aber flink. Ja, aber du lässt mir ja keine Zeit. Soll ich die hier hinten aufmachen? Die Wand. Welche? Wo denn? Na, die Deckenplatte, weil du musst ja mit Leitungen hoch. Wo bist du denn? Oben oder unten? Oben. Jetzt bin ich unten. Nee, die habe ich extra zugemacht, weil da oben, das ist schon so perfekt gewesen. Okay. Das Einzige, wo du aufmachen musst, ist neben der Leiter. Okay. Sonst kannst du alles zulassen. Ey, nein, nicht hier. Da bin ich doch gerade raus. Lalala, du hast gesagt, ich soll alles zumachen. Ich bin doch nicht immer alles so wörtlich. Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass das gut ist, was ich da gemacht habe. So, jetzt habe ich mich selber richtig gelobt. Ha. Mein Ego ist unermesslich gestiegen. So, dann erstmal was essen. Das Schlimme ist, früher in den alten Minecraft-Versionen konntest du mit dieser Technik jemanden einfach wegschubsen. Bis hin zu einer Klippe. Und dann konntest du den da runterschmeißen. Komm mal her, mein Freund. Warte, ich hab da was für dich. Und zwar das hier. Weißt du, was du damit jetzt machst? Ein Glassplitter an den Kopf?
das auch. Okay. Damit machst du mal bitte. Wow, wow, wow! Die Kippe fallen lassen. Wie, du rauchst? Nein. Das ist eine Kaugummi-Zigarette, die ich im Mund habe. Ach so. Ich hab noch 9 Kaugummi-Zigaretten. Ja, 1, 2, 3. Nein. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 8 Stück gibt's immer. Schnappst du dir mal bitte. Nimm einfach 6 Diamanten und mach mal Diamanttransportrohre. Mit 6 Diamanten. Ja. 3 rechts, 3 links. Du, und ich hab das Rezept. Alles ist gut. Gut, ich wollte es dir nur sagen. Man kann sich das Rezept doch hier einfach so, weißt du? Ja, aber ich hab's im Kopf und deswegen hab ich dir gesagt. Das ist sehr lieb von dir. Hör doch mal auf, alles zu meckern. Ich hab doch nicht gemeckert. Ich hab gesagt, das ist sehr lieb von dir. Im Übrigen hatte ich noch Diamanten Transportrohre. Jetzt haben wir insgesamt 24. Das ist schön. Dann können wir noch mehr anschließen. Guck mal hier, ich hab da was für dich. Fupp. Ist das nicht ein Traum? Vielen Dank. Oh, 33 Stück haben wir. Insgesamt sind es dann 33 mit deinem, was du im Inventar hast. Das ist doch super. Das sagte ich gerade. Damit kann man leben. Also, da eins, da eins, da eins, da eins, da eins. Du gehst direkt mit Diamanten in Rohren daran? Ja, sonst haben wir hinten keine Wartungsarbeiten. Dingsbums, Röhre mehr. Ach so, okay. Und, was brauchst du denn noch? Dann. Das gleiche könntest du allerdings auf der anderen Seite auch mal machen. Hier hast du die Rohre. Einfach dran bappen. Das war meine Idee jetzt, ja. Weil du ja sagtest, das gleiche. Genau. Du hörst zu. Das finde ich schön. Ja, nur kann ich die nicht einfach dran bappen, weil ich nicht. Ah, einfach doch, auf klar, mit Shift. Genau, ich erinnere mich. Ja. Oder einfach auf den Boden zielen. Irgendwie sowas war das doch, genau. Genau. Fupp und fupp. So. Pass mal auf. Ach, wir machen jetzt Pflasterstein. Kannst du mich angucken. Fertig! Hier fehlt noch ein Barrel-Reihe. Okay. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Wo haben wir denn jetzt die Diamanten an? Wo seid ihr denn? Du bist gerade im. Bei mir im Weg. Geh mal ein Stück weg, bitte. Danke. Entschuldigung. Ich konnte da nämlich nicht dran bauen, weil du den Block belegt hast. Deswegen. Ah. He makes some Pflastersteintransportrohr. Cool. So, und das geht jetzt dann einfach, weißt du? Dann hast du oben noch Pflaster. Dann hier Pflaster. Da Pflaster. Dort Pflaster. Und hier drauf Stein. Okay. Angeschlossen. Willst du es auch probieren? Dann gebe ich dir mit immer ein bisschen was ab. Hier hast du Pflasterstein. Pflasterstein. Viel Glück. Viel Glück. Du meinst, ich brauche Glück dafür? Kannst du. Hier unten läuft Stein anlang. Das ist. Ja. Hast du gesagt? Ja, alles gut. Und dann hast du gesagt, hier oben, also hier oben läuft Pflastersteinbank. Richtig? Ja. Dann springe ich jetzt hier oben so hin. Flop. Flop. Geil, wa? Supi. Was ich drauf habe, das ist ja unglaublich. So, und so wie das angeschlossen ist, denke ich, machen wir da mal die Aufnahmepause, weil ich gerade sehe, dass mir die Kapazitätenanzeige ins Rote wandert. Okay. Das heißt also, die Platte, auf der die Aufnahme läuft, läuft dann langsam voll und das
sollte man nach Möglichkeit vermieden haben. Ich brauche noch ein bisschen temporären Platz zum Schneiden, weißt du? Sonst wird es problematisch. Hopp. Ja. Nein, produktiv waren wir ja heute wieder. Es ist ja doch ein bisschen was passiert. Das Häuschen sieht aus wie ein Häuschen. So. So. Ist verbaut? Ich glaube, du hast dich verbaut. Meinst du? Ja. So, die Rohre sind fertig verlegt. Das ist schon mal schön. Ich soll doch hier noch bei Frau Hübenbäcker ein Stück Rohr verlegen. Ein Werner-Zitat. So. Wunderschön. Dann haben wir hier noch Ziegelstein. Papp. Papp. Cool. Und dann machen wir nachher noch ein paar Fassadendinger. Die können wir noch craften. Und dann ist das hier zu und sieht aus wie normaler Stein. Cool. Dann rennst du ja nicht auf dem Rohr rum, sondern über den Fassadenstein. Na gut, genau, können wir machen. Das sieht dann aus wie ein Stein. Hast du... Nein. Mach doch hier drüben auch nochmal fertig. Ich glaube, hier ist nicht richtig übrigens, ne? Hier Warum? Hinten. Guck doch mal hier rein. Ich glaube, das ist nicht korrekt. Da hat sich ein Rohr verbunden und ich weiß nicht, ob das richtig ist. Nein, das ist nicht richtig. Dann musst du halt das obere mit Stein machen und das mittlere mit Pflasterstein. Das habe ich doch gemacht. Das mittlere läuft doch mit Pflasterstein. Nein, das mittlere läuft mit Stein. Ja, genau. Und das ist nicht richtig. Nein. Oder wir machen das einfach so. Nee, das ist auch... Nee. Okay, also machen wir das mittlere mit Pflasterstein. Das, ja. Das mittlere wird... Gut, dann korrigier das bitte mal, wenn du gerade dabei bist. Pflaster. Und ich setze dann hier einfach die Steinerin ein. Pflasterstein. Also wie das angeschlossen ist, muss ich mich leider so ein bisschen aus der Aufnahme verabschieden. Kurze Pause machen. Stein. 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 Und Pflaster. Und Pflaster. Blutet der Stein? Weil er Pflaster braucht? Ja. So. Dann. So. Dann mache ich wenigstens aber noch die Fassadendinger, damit die auch zu sind. Okay. Wir sind dann quasi durch. Das ist doch schön. Und du siehst auch momentan durchaus. So. So, also ich habe, wie gesagt, jetzt das hintere, was nach oben führt, habe ich jetzt aus normalem Stein. Nein, du musst nicht alles korrigieren, nur halt so, dass es nicht zusammenpappt. Schon okay. Ja, ich habe ja jetzt nicht korrigiert. Ich habe ja jetzt hier angebaut. So. Ich habe hier hinten den Anschluss fertig. Gut. Das war doch das Ziel. Ja. Aber... Solange nichts zusammenpappt, ist alles okay. Ich habe leider kein Dingens mehr. Kein was? Keine Ziegel. Ziegelstein oder Ziegelrohre? Ich habe nämlich noch welche. Ziegelsteine. So, Ziegelsteine? Ja. Hab ich persönlich 12 Steinziegel. Willst du haben? Ich habe jetzt welche. Ich habe sie mir gerade geholt. Okay. Weil hier ist eins zu viel. Ein bisschen zu viel. So, jetzt ist es richtig. Fupp. Schwups. Na, das sieht doch gut aus, Mensch. Übrigens, jetzt ist alles zu und guck mal, das Rohr siehst du nicht mehr. Ich komme jetzt mal rauf zu dir. Okay. Ich hab die Fassadendinger gesetzt. Und das sieht aus wie ein normaler Stein. Hinten kommst du nicht mehr durch. Nee, hinten kommst du nicht mehr durch. Doch, hier komme ich durch. Okay. Nee, da wird immer das. Ach so. Nee, das darf aber nicht sein. Pflasterstein-Transportrohr. Da
Oh ja, cool. Ah, da war der Fehler. Ah, alles klar. Ich hab den... Warte mal, du hast hier... Hast du dran Stein. Zumindest. Hier kommt Pflaster. Gut, also die Rohre passen auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Und dann kommen... Ach, die Spinne will schon wieder auf die Fresse. Hier ist am hellerlichten Tag immer noch eine Spinne auf Kriegsfahrt. Wo bist du denn? Komm mal her. So. Und jetzt bitte auch keine Steine mehr abreißen. Wenn du jetzt irgendwo hin willst, musst du leider gezwungenermaßen unten lang. Und dann hoch. Okay. Was mache ich denn mit den Rohren hier? Die behalte ich mal noch. Ja. Zupp, zupp. Dann muss ja noch. Lege ich mir dann mal dahin. Weil wir müssen ja noch von der anderen Seite runterbauen. Okay. Dann müssen ja noch die zwei Kisten dran. Weißt du, die letzten Auffangkisten. Mhm. Okay. Aber ich würde vorschlagen, das machen wir in der nächsten Aufnahme. Einen Moment bitte. Du hast jetzt... Ja. Dann korrigiere ich mal ein bisschen. Weil du hast vergessen, zwischendrin noch die Dinger zu setzen. Was sind für Dinger? Die Rohre, damit das durchgeht. Das muss ich sehen. Hier, die in der Mitte, die waren nicht drin. Hier zum Beispiel. Ach so. Die, oh, Entschuldigung. Dieses. Ja, okay. Ja. Klassiker. Ja, kein Problem. Korrigiert. Cool. Funzt. Wirkt, wackelt, Luft hat's auch. Alles ist schön. Gut, dann können wir in der nächsten Aufnahme ja schon zuordnen. Dann ist das Lagersystem ja quasi vollständig. So Pi mal Daumen. Wenn man denn... Wenn man denn hergeht und noch zwei, drei Kisten aufstellt, wo man dann Monster Drops und den ganzen anderen Kladderadatsch einsammelt. Ja, Leitung ist schon verlegt. Na, das ist doch super. Die führt schon aus dem Boden raus. Also aus dem... oben aus dem... Na, Fußboden raus. So, hab's. Cool. Okay, okay. Vielleicht sollten wir noch irgendwo mal so ein Beschleunigungsding einbauen, mal so zwischendurch. Aber das machen wir. Ja, so zwischendurch das ein oder andere goldene Transportrohr wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Damit es halt ein bisschen auf Speed bleibt. So ein bisschen, weil sonst wird es ja mit der Zeit wieder langsamer. Genau, ich denke schon. Okay. Und mit dieser wunderschönen Erkenntnis gehe ich jetzt erstmal gucken, wer hier schon wieder die Gegend unsicher macht. Dürfte aber eigentlich nicht viel sein. Außer vielleicht hier so ein blödes Skelett. Und so ein doofer Zombie. So. Also, das läuft jetzt hier hinten lang. Läuft da hinten lang. Läuft hier rein. Läuft hinten durch. Ja, alles klar. Von mir aus könnten wir Aufnahme beenden. So, ich hau jetzt erstmal noch den Zombie auf die Ohren hier und jetzt haben wir alles. Ab geht er! Das ist eine große Freude. Zombie! Kaputt, kaputt! Und schon ist das Erfahrungslevel wieder auf 10 gestiegen. Man freut sich. Ist hier was drin? Ja, klar. Was drin? Natürlich. Gut, hier weg. So, dann können wir den Spaß da noch reinpacken. Zack. Hier haben wir noch ein paar Spinneneier. Und schon wieder Zombies, die an der Tür sind. Zack. Alles klar. Okay. Fertig ist die Laube. Ich freue mich. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zusehen. Und ich komme hoch. Ich hau noch mal Zombies auf die Ohren, weil wir haben hier wirklich eine kleine Zombie-Invasion mittlerweile. Ne? Echt? Ja. So schlimm? Ja, wir sollten vielleicht mal schlafen gehen oder so. Da kommen sie angerannt. Kaputt, 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 kaputt.
Joa. Hey, nicht mit der Fist rumhauen. Ach, hol nicht rum. So, fertig ist die Laube. Ich leg mich jetzt hier hin. Ja, ich komm mit. Warte, warte, warte. Gut's Nächtle. Du gehst doch schon wieder einhauen. Nee, gut. Perfekt. Einmal geschlafen, ans Fensterchen gestellt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Der MS bedankt sich garantiert auch fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, wie immer, lass ein Like oder ein Abo da. Und wenn nicht, kannst du es auch für dich behalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft wieder. Sind bereits in den 600ern. Über 150 Abonnenten. Auch dafür einmal ein herzliches Dankeschön. Er steht da und starrt mich durchs geschlossene Fenster an. Jawohl. Genau. So, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüssikowski, bis Telemanski und man sieht sich. Tschüss.